So. Dann plündern wir auch gleich mal seine Kiste hier, auch wenn das Stehlen war. Und wir sollten dem Schweinebauern Bescheid sagen, dass das mit dem Oker geklärt ist. Das hatten wir ja auch noch offen. Ich habe das Monster überzeugt, die Gegend zu verlassen. Du wirst ihn niemals wiedersehen. Er ballt die Hände mit zu zittrigen Fäusten zusammen. Sein Gesicht rötet sich. Aber das ist so in einer orleanischen Hure. Dieses Ding hat meine gesamte Herde verschlungen. Ich wollte ihn tot sehen und ich wollte seinen Kopf auf einem Spieß stecken. Du wirst keine Probleme mit dem Oger haben und das ist alles, was zählt. Er atmete wieder lang und tief ein. Du hast recht, hier nimm das für deine Mühen. Ich sollte das Positive daran sehen. Der Oger ist weg und ich kann meine Herde wieder aufbauen. Er verschränkt die Arme und betrachtet seine Ferkel. Die hier werden in 6 Monaten erwachsen und fortpflanzungsfähig sein. Andererseits hebt eines der Ferkel vom Boden und untersucht es schnell. Dieser Kümmerling sieht immer noch zu klein aus. Der wird mir wohl kaum gute Nachkommen zeugen. Und der Rest meiner Herde mit ihm schwächen. Und den Rest meiner Herde mit dem Schwächen wie ich genauso wie ich. Warum nimmst du ihn nicht mit? Da müsste ich einmal weniger stopfen. Das Schwein trottelt mit wackelnder rosa Schnauze zu dir herüber. Jo, ich habe einen Ferkel gekriegt. Dieses junge Schwein ist etwa so groß wie ein kleiner Hund. Halb trottend, halb laufend bemühte sich mit dir Schritt zu halten. Und grunzt zufrieden, wenn du ihm die Flanken kratzt. Ja, ich finde eigentlich das Schweinchen. Jetzt hat er nur noch ein einziges. Nein, zwei. Nee, ich finde den Wurm irgendwie am tollsten. Du kommst mal in die Festung, so. Dann eine Runde schlafen. Und dann nehmen wir den Tempel fertig auseinander. Sagen wir es mal so, ich finde die Idee mit Gesundheit und Ausdauer ganz nett eigentlich, aber irgendwie ist das ein bisschen, naja, schlecht balanced, weil ich komme fast nie dazu, irgendwelche Heiltränke zu trinken, weil fast meine Leute fast immer ziemlich schnell runtergeprügelt werden oder fast gar nicht runtergeprügelt werden. Das ist hauptsächlich wirklich was für die Nahkämpfer mit hohen Lebenspunkten und wenig Ausdauer. Oder so ähnlich. Beispiel Edder, der hat ungefähr das Fünffache seiner Ausdauerpunkte als Lebenspunkte. Aber andere wie die Mutter oder Durenz? Haben nicht annähernd so viele. Gerade jetzt zum Beispiel in diesem Kultistentempel, wo die Fernkämpfer ständig auf Durins geschossen haben, war das blöd. So. Cool zu sehen, dass es auch in der Mühle dunkel werden kann. Ja, wir wollen runter in den Tempel.
So, dann warten wir mal. Gut. Täuscht das oder ist es hier auch dunkler geworden? So, hier war nur das Rastzeug und hier lang geht's dann weiter, oder? Ja. If secrets whisper here, I shall listen for them. Hier ist eine Mauer. Vielleicht ist das der Abkürzung von der anderen Seite. Hoffen wir das einfach mal, weil jetzt müssen wir wirklich durch die Mitte durch und dann da oben rum. Weil alles andere haben wir schon aufgedeckt. Oh, habe ich aus Versehen eine Falle ausgelöst. Hier geht die, ist die Dings richtig rum, komisch. Glaube aktiviert, eine Falle starren des Adragan verfehlt Hagrim. Ah ja. Habe ich aus Versehen wieder eine Falle ausgelöst. Okay. So. Hier sieht es auf jeden Fall den Stufen nicht gut aus. Freischalten, alter Verliesschlüssel. Okay. Blutbecken. Als du dich dem Blutbecken näherst, gerät die zähe Flüssigkeit in Wallung und wirft Blasen. Du spürst die Essenz zur Oberfläche steigen, nach dir greifen, flüstern. Das sollte jemand aufräumen. Hä? Wer schafft denn sowas Widerwärtiges? Ein Ort des Todes, wir sollten hier nicht verweilen. Ein kochender Kessel von Skens Hasserfütter sagt, er mag feige und widerlich sein, aber der Fokus hat ihm noch nie gefehlt. Sargadi blickt auf das blubbernde Becken. Das ist das Werk einer bösen Macht, wir sollten weitergehen. Deine Seele zum Blutbecken ausstrengen. Das schwache Flüstern verwandelt sich in eine Kakophonie aus Stimmen. Du stellst dir vor, dass dich 100 Männer und Frauen umgeben. Ihre nackte, ausgepeitschte Haut ist blutig, gegeißelt und abgezogen und mit Fliegen bedeckt. Die Stimmen schreien gemeinsam auf. Was ist das? Noch eine Seele, die wütend und versengen will? Oder will sie nur zusehen? Vielleicht wartest du schon eine lange Zeit. Unsere heutige Arbeit ist schon beendet. Wer seid ihr? Eine Frauenstimme antwortet, niemand, Sklaven, Leibeigene und Piep, benutzt und weggeworfen. Fast alles, das wir hatten, wurde uns genommen. Das Wenige, das uns blieb, haben wir hier abgegeben. Sie schweben über den Rand deiner Seele und ertasten dich. In uns brannte die ungestillte, hungrige Wut. Jene aber, die bereit sind, den Preis zu zahlen, können den Hass zu einer Waffe formen. Eine andere Stimme spricht, im Leben waren wir schwach, im Tod aber trafen wir eine Entscheidung. Die Entscheidung, wo... Der Entscheidung wohnt die Kraft inne. Welche Art von Kraft, um Unschuldige wie dich zu verteidigen? Jetzt könnt ihr eurer Unterdrückung entkommen und weiterziehen. In ein anderes Leben von Knochenarbeit und Misshandlungen, nicht bevor wir unsere Rache bekommen haben. Sie prüfen an den Rändern deiner Seele und erkunden Essenz. Es ist eine Schande, dass es in dir gar nichts gibt, das wir verwenden können. Die Seele sinkt zurück in das Becken. Halt, ich möchte wissen, was ihr getan habt. Das Becken gerät durch einen misstönenden Chor wieder natürlichen Lachens in Wallung, das in deinen Ohren herumkratzt. In der Mitte des Beckens rührt sich im plätschernden Blut ein großer, zur Hälfte eingetauchter Metallkäfig. Als wolle er deine Frage beantworten, schaukelt er auf einer verrosteten Scheibe hin und her. Wartet, lass mich noch etwas über diesen Ort fragen. Die Zeit für Fragen ist vorbei, Wächter. Das Blutbecken ruht. Die Arme des Mannes sind vom Ellbogen bis zum Handgelenk aufgeschnitten. Also die haben sich hier wohl selber geopfert.
Auf dieses Gebete wurden augenscheinlich mit Blut ein primitives Symbol geschmiert. Unter dem aufgeschützten Hals dieser Leiche gerinnt Blut. Diese Leiche ist nach vorne gebeugt, als ob sie zugesehen hätte, wie der rote Lebenssaft aus ihr heraustropft. Das Blutbecken liegt nun still und ruhig da. Ich habe wohl die falschen Fragen gestellt. Wow. Ein Tempelwächter, der das diesmal auf Edda abgesehen hat. Okay, das hat uns zurück auch verfehlt. Schlüssel des Kryptameisters. Jonas letztes Tagebuch, schon wieder. Steady does it. Und noch eine Bibel. Ein Tempelfanatiker. Let's go. Und ein Tempelwachtposten nochmal. Ein Granat. Okay, Palegina versucht ihn gerade allein zu töten. Mit Dorens Hilfe. Hier ist nur ein Sarg, aber der scheint fest verschlossen zu sein. Oh, ein Skin-Kultist. So, das war ein Kultist. Be cautious. Be constant. Wow. Ach, das ist so eine Falle, die ich nicht entschärfen kann. Können Sie die Fallen nicht wenigstens so an die Gegner anpassen? Also die Gegner sind hier eigentlich relativ harmlos, muss ich ehrlich zugeben. Ich kann die Falle nicht entschärfen. Nee. Wow, da kommt eine ganze Menge. So, du hast genug, um... Nö, nicht den Puppenspieler, das hier zu machen. So. Irgendwer hat schon mal wieder auf Dorens geschossen. Noch so eine Falle. Die Fallen sind wahrscheinlich gar nicht mal zum Entschärfen gedacht. So oft wie die daneben gehen vor allem. Oh. Das sieht jetzt wichtig aus hier. Okay. Wimmund, ein kräftiger, stiernackiger Mann in einer Kutte hilft einer jungen Elfenfrau aus einer gläsernen Kammer herab, die mit einem verwirrenden Geflecht von Kabeln und Maschinen verbunden ist. Ihre Kleidung, ihre Haut und Kleidung grenzt von frischem Blut. You may feel a little lightheaded for the next hour or two, but that will pass. Have a meal and get some sleep when you return to town. A transfusion. Die nächste ein oder zwei Stunden könntest du dich etwas benommen fühlen, aber das geht wieder vorbei. Iss etwas und schlafe, wenn du ins Dorf zurückkehrst. Die Transfusion? Das Mädchen schluckt sie in ihren Handrücken. So fighting it will be useless.
And I hope our new visitor does not complicate matters overly.